Pfälzer Wein ist einfach herzlich, so wie wir. From the area south of Worms down to the French border, from the slopes of the Pfalz forest to the Rhine plains. That's where the Pfalz is situated, Germany's second largest wine-growing region. Vivacious people, scenic landscapes, great wine, a southern climate. Unsere Weine sind auch wie wir. Wir sind offen, wir sind lebenslustig, wir feiern gern und genau das machen wir mit unseren Weinen. Wir feiern unsere Weinfeste und wir heißen Leute willkommen. Up to the castle. Castle Hambacher Schloss towers high above, the symbol of German democracy. 1832, da haben die Pfälzer sich wehren wollen, und zwar gegen die bayerische Obrigkeit. Und die haben aber nicht einfach nur rebelliert, sondern die haben gesagt, wir vertanen das Ganze als großes Fest und haben da alle zusammen gefeiert, aber gleichzeitig eben ihren Widerstand gezeigt. The Deutsche Weinstraße is Germany's oldest tourist trail. It's 85 kilometers long and passes by millions of vines. Have a glass of wine at one of the many sites. See towns that snuggle up to the foothills of the Harz mountain range. And rustic villages that always have their own local wine grower, no matter how tiny they are. Die Pfälzer Winzer kriegen das so hin, dass die wirklich ganz viel Arbeit in jede einzelne Traube reinstecken. Und da hat wirklich in den letzten Jahren ja der deutsche Wein insgesamt enorm zugelegt. Und einige dieser Qualitätsvorreiter für Deutschland, die kommen auch aus der Pfalz. Renowned internationally, when the Suez Canal opened for business in 1869, a Riesling from the Pfalz was served during the festivities. And today, many winemakers still receive the most coveted awards for their wines. Wenn man über den Stolz der Pfälzer Winzer spricht, ist es meistens der Riesling. Also ich würde jedem, der die Pfalz besucht, empfehlen, erstmal einen Riesling probieren, um den ersten Einstieg zu finden. There's also no end to culinary variety in the Pfalz. Whether you sample the local speciality, Pfälzer Saumagen, stuffed pig stomach, simple cheese nibbles or traditional rustic tarte flambé, no matter where and what you eat, it's definitely going to turn into a feast in the Pfalz. Anascht wo ist Anascht und halt nicht wie in der Pfalz.